Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Juni 2019 nach indischen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Melina, ich grüße dich. Diese Aufnahme zeigt dein Monatshoroskop Juni. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Und diesem Bild in ein Geburtshoroskop ändert sich gar nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Sonne, Mond und die Planeten, sie bewegen sich und lösen etwas aus im Horoskop. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen und oder Wandelsternen. Und genau das schauen wir an. Aber bevor ich beginne, möchte ich etwas sagen in dein Geburtshoroskop. Dein Sonne ist im Widder. Dein Mond ist im Krebs. Das heißt, du bist in Halbmond geboren. Die beiden Lichter, Sonne und Mond, stehen in einer gewissen Spannung. Dazu kommt noch unser Planet Erde. Und das heißt, Sonne, Mond und Erde stehen in einer Verbindung. Und es fehlt etwas. Und wenn du erkennst, was das ist, das hilft dir, den inneren Gleichgewicht finden. Du musst nicht jeden Tag daran denken, aber in manchen Situationen, wenn du unruhig bist oder stehst in einer Herausforderung, dann hilft dir die fehlenden Element. Und das kannst du so vorstellen. Sonne ist im Widder, befindet sich im Feuerelement. Mond im Krebs befindet sich im Wasserelement. Unser Planet Erde im Waage befindet sich im Luftelement. Also verbindet sich Luft, Feuer, Wasser. Wir haben aber 4 Grundelement. Und die vierte Element fehlt und das ist die Erdeelement. Die Taten, die Bodenständigkeit, die Realität. Und dazu gehört Steinbock, Jungfrau und Stier. Und hier im Jungfrau hast du schon karmische Erfahrungen gemacht. Das heißt, in diesem Weg bist du schon gegangen. Das ist für dich vertraut. Und das ist für dich die Heilung. Dein Leben in Ordnung zu bringen oder einer bestimmten Situation Heilung bringen. Und Jupiter hier im Jungfrau unterstützt dich dabei. Das sind Chancenmöglichkeiten. Natürlich sollst du nicht festhalten hier, sondern dein karmischer Weg geht in Richtung Fischen, wo auch dein Venus ist, was dich auch befreit. Das ist die Liebe, dein Zuhause zu finden, deine Kreativität, das Vertrauen, das Fluss, das Leben. Und so ergibt es hier die Harmonie. 1. Juni. Uranus bewegt sich im Widder. Uranus bleibt nach dieser indischen Berechnung noch einigen Jahren im Widder und löst aus Umbrüche, Veränderungen, Neuanfang und aktiviert bei dir den 5. Lebensbereich. Und das heißt, ändert sich etwas mit deinen Kindern. Oder du verspürst diese schöpferische Kraft, diese schöpferische Energie und so gestaltest dein Alltag, so gestaltest dein Leben. Bedeutet auch Lebensfreude. Im 1. Juni ist Venus und Mond auch hier im Widder. Venus und Mond, ja,
Beide aktiviert hier die wieder Themen Neuanfang, Lebensfreude oder Themen mit Kindern. In diesem Tag steht Mond mit Venus in Verbindung und das heißt, sie wirken gemeinsam. Mond aktiviert nochmal die Liebesenergie. Und hier im fünften Lebensbereich bedeutet das auch, das Leben genießen, die Liebe genießen. Diese Lebensfreude kommt in dein Alltag. Sonne und Merkur ist im Stier. Sonne gibt die Lebensenergie, also ist schon sehr wichtig, man sollte auch da hinschauen. Und Merkur löst hier aus Gesprächen, Terminen oder Verträgen und aktiviert nicht nur die Stierenergie, was mit Besitz und Finanzen was zu tun hat, aber auch Genuss, sondern aktiviert bei dir Themen Arbeit oder Gesundheit. Mit Merkur kann das auslösen, dass du Gespräche hast im Arbeitsplatz oder bekommst du einen Arbeitsvertrag oder hast Terminen diesbezüglich oder Arztterminen. Mars ist in Zwillingen. Mars bedeutet, dass du deine Kraft einsetzt. Bei Zwillingen kommt einiges in Bewegung, aber Mars bedeutet auch der Mann. Im Geburtshoroskop ist das der Partner. Bei dieser Bewegung, was man als Transit nennt, kann auch eine andere männliche Person auch sein. Aber hier ist die Mars-Energie im siebten Lebensbereich, was zum Partnerschaft steht. Also das würde ich mit dem Partner in Verbindung setzen. Also aktiviert hier bei dir Thema Partnerschaft. Diesen beiden Mondknoten, Rahu und Ketu, sie bewegen sich auch. Ketu ist die absteigende Mondknoten. In diesem Weg sind wir schon gegangen. Das zeigt Vergangenheit. All das, was wir schon erlebt haben in früheren Leben, das steht mit Jungfrau in Verbindung und dein Ansehen, die Öffentlichkeit. Du warst immer in die Öffentlichkeit und hast Anerkennung, Respekt bekommen. Und Rahu, dieser Drachenkopf, das, was deine Seele sucht. Und das ist dein Zuhause. Und auch deine Kreativität, auch deine Träume zum Leben. Auch privat das Verwirklichen oder etwas gründen. Und hier ist dieser Rahu oder aufsteigende Mondknoten in dein Geburtshoroskop. Die beiden Mondknoten, sie bewegen sich auch. Und Rahu, diesen Drachenkopf, jetzt nehme ich das mal raus von Geburtshoroskop, Rahu bewegt sich dieses Jahr und 2020 auch noch in Zwillinge und aktiviert bei dir die Partnerschaft. Das ist die Richtung, was deine Seele braucht. Und Ketu, was die Erinnerungen aktiviert, Ketu bewegt sich im Schütze dieses Jahr und 2020 auch noch. Und karmische Themen hast in die kommenden 2 Jahre, was deine Persönlichkeit betrifft, deine Persönlichkeit zum Leben und Partnerschaft, weil das spiegelt dir etwas. Jupiter bewegt sich in Skorpion. Jupiter gibt Optimismus, schenkt uns Optimismus und schenkt uns Chancen, Möglichkeiten, etwas vergrößern, etwas verwirklichen. Aber Jupiter ist gerade rückläufig. Das bremst. Man sollte im Augenblick nicht vermehren oder vergrößern, sondern noch etwas überprüfen oder warten auf den richtigen Zeitpunkt. Hier in Skorpion bedeutet auch Rückzug.
Also wenn zur Zeit du im Rückzug bist, das bringt dir auch Glück, wenn du etwas noch überprüfst oder in die Tiefe schaust oder die Tiefe Geheimnisse erkennst oder die Ursache an etwas. Saturn und Pluto befinden sich im Schütze. Zurzeit ist beide rückläufig. Das hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und beide befinden sich ganzen Monat und Pluto noch länger hier auf diesem Mondknoten und aktiviert karmischen Themen. Und das hat mit Vergangenheit was zu tun. Dazu kommen noch die Schützenthemen wie Bewegung oder Ausland, Auslandskontakte. Neptun ist in Wassermann. Neptun lässt unseren Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und hier aktiviert den dritten Lebensbereich. Und das heißt, du kannst deine Träume verwirklichen, wenn du eine Ausbildung machst oder Schulungen anbietest oder lernst du etwas Neues. Oft ist es die Schule des Lebens, wie du dich behaupten kannst, auch gegen Konkurrenten oder Rivalinnen. Und hier kannst du deine Träume verwirklichen. Steht auch in Bezug zu deinen Verwandten. Aber Vorsicht, bei Neptun kann das auch Täuschungen und Enttäuschungen auch hervorrufen. 2. Juni. Mond übergeht im Stier und Merkur übergeht in Zwillingen. Also ändert sich etwas. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag, also aktiviert etwas und wirkt auf unseren Gefühlen. Wird hier Thema Arbeit und Gesundheit aktiviert. Merkur ist schon im Zwillingen und Zwillingen stehen auch zum Kommunikation und Kontakte im 7. Lebensbereich. Entweder Gespräche über Beziehung oder bekommst du eine Nachricht und das hat einen Einfluss auf dein Liebesleben. 3. Juni ist Neumond im Stier, hier, exakt um 11 Uhr und 2 Minuten. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit über Stierthemen und das wäre Besitz, Finanzen oder die Ruhe bewahren, zurücklehnen, den Tag genießen. Und das im Alltag leben oder nachdenklich sein über die beruflichen Situation oder brauchst diese Gemütlichkeit, diese Ruhe, Ruhe auch gesundheitlich ist das wichtig. 4. Juni übergeht Mond schon in Zwillinge und beginnt die zunehmende Mondphase. Eine zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, was zunehmen, was vermehren soll. Aber wir sollen auf dem Halbmondposition, auf diesen Tagen achten, weil das ist immer Spannung. Das wirft alles eher zurück. Also Mond ist in Zwillingen und trifft mit Merkur und sie wirken zusammen. Und das heißt, Mond aktiviert Merkur, das sind Gespräche, Übergefühle oder kommt eine Nachricht und das hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, das kann auch Glück sein, eine Liebesnachricht, kann auch bedeuten, dass wir haben Gespräche und beeinflusst unsere Gefühle, löst Wut aus, ist auch möglich. Juni steht Mond
mit Mars in Verbindung. Mond und Mars steht in Verbindung und im gleichen Tag übergeht Venus auf Stier. Was bedeutet das? Erstmal diese Mond und Mars Verbindung. Wenn sie sich treffen, dann wirken sie zusammen. Und Mars gibt die Impuls. Sehr emotional. Und es gibt Momente, wo wir unseren Gefühlen nicht in Zaun halten können. Und da sollen wir die Ruhe bewahren oder überlegen. Natürlich kann das auch bedeuten, dass wir bekommen die Impuls und das ist sehr liebevoll und wir sprechen über Gefühle. Mars bedeutet auch eine männliche Person und mit Mond in Verbindung ist sehr emotional. Das kann auch was Wundervolles bedeuten. Außerdem, Mond symbolisiert auch die Mutter. Und in einer Verbindung zwischen Mond und Mars kann auch eine Verbindung sein zwischen Mutter und Sohn. Aber bei dir passiert das hier im siebten Lebensbereich und das hat mit Beziehung was zu tun. Also das ist eine männliche Person und dieser Mann hat einen Einfluss auf deine Gefühle. Venus ist im Stier. Im sechsten Lebensbereich und das heißt, entweder ist das schön und harmonisch im Alltag, im Arbeitsplatz, kann auch bedeuten, dass du mit einer Frau Kontakt hast im Alltag oder im Arbeitsplatz oder bist du kreativ in Arbeit. Weil hier auch um Gesundheit auch geht, kann auch bedeuten, du hast Termin bei Frauenarzt. Siebter Juni, Mond ist im Krebs. Mond fühlt sich sehr wohl im Krebs, weil Mond herrscht über den Krebs. Also wir werden unsere Gefühle sehr intensiv wahrnehmen. Bei dir sowieso, weil dein Geburtsmond ist auch im Krebs. Also das aktiviert auch deinen Geburtsmond. Das kann auch Erinnerungen sein an deine Mama. Aber du spürst deinen Gefühlen sehr intensiv und du sollst intuitiv auch handeln. 8. Juni befindet sich Mond in seiner Umlaufbahn ganz nah zu der Erde und löst etwas aus in unseren Gefühlen, aktiviert unseren Wünschen. Und weil das so nah zu der Erde befindet, es erscheint so unseren Wünschen, dass das so nah ist, dass wir das verwirklichen können, dass wir das in Tat, in Realität auch umsetzen können und das sollen wir auch tun. 9. Juni ist Mond im Löwe und hat einen Einfluss von Regulus. Mond im Löwe, hier im 9. Lebensbereich, wo auch um Reisen geht, das kann auch ein Thema sein, auch Spiritualität, wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen, der Stern der Könige. Regulus ist das Herz der Löwen. Und in diesem Tag, in diesem 9. Juni ist wichtig, dass du an dein Herz, um dein Herzensangelegenheiten achtest. Öffne dein Herz wie ein Schatztruhe. Was liebst du? Stell mal diese Fragen. Ist das dein Hobby? Ist das deine Berufung? Oder Reisen? Hier kann auch Reisen sein. Oder eine spirituelle Richtung. Woran glaubst du? Hier sind auch Glaubenssätze. Oder die liebe Partnerschaft. Spüre dein Herz. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, exakt um 6.53 Uhr. Halbmond ist Spannung. Bei einem Halbmond fehlt etwas. In diesem Tag fehlt die Luftelement.
fehlt die Leichtigkeit oder uns bedrückt etwas und möchten wir befreit zu sein, endlich aufatmen. Im selben Tag, in diesem 10. Juni, ist ein Sonne-Jupiter-Opposition. Das heißt, die beiden liegen gegenüber, die spiegeln etwas. Hier sind entweder Vaterthemen oder Themen, was Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit betrifft, wo wir die Wahrheit suchen. Und diese Spiegelung ist wichtig, dass wir erkennen, was spiegelt das Leben an uns in diesem Tag. Wie ich schon sagte, das sind Themen, Vaterthemen oder Gerechtigkeit, eventuell Ungerechtigkeit. Und wir brauchen die inneren Gleichgewicht. 11. Juni befindet sich Mond im Jungfrau. Es ist immer noch zunehmende Mondphase. Mond im Jungfrau aktiviert Jungfrau-Themen. Und das heißt, etwas in Ordnung bringen. Braucht etwas Heilung oder Heilenergie natürlich. Und Thema ist auch noch das Ansehen, Anerkennung, Öffentlichkeit, Berufung. Das wird auch hier aktiviert, das in Ordnung zu bringen. Eventuell kann die Berufung eine heilerische Berufung sein. 13. Juni übergeht Mond im Waage. In deinem Geburtshoroskop ist hier unser Planet Erde, also hier kannst du etwas manifestieren. Und das sind deine Wünsche. Im 11. Lebensbereich sind unsere Wünsche und auch Freundschaften. Dazu kommen Waage-Themen wie Gerechtigkeit, Kunst, Kreativität und Partnerschaft gehört auch zum Waage-Themen. Und das wird von Mond aktiviert und erreicht unserem Planet Erde, also die Position, die Erde in deinem Geburtshoroskop, aktiviert das auch. Es ist möglich, dass hier etwas sich manifestiert oder bei Freundschaften ändert sich etwas. 13. Juni Das habe ich gesagt, das war Waage, genau. 15. Jetzt sind wir bei 15. 15. Juni ist Mond in Skorpion. Skorpion bedeutet Transformation, die Gefühle. Mond hat einen großen Einfluss auf die Gefühle. Raus aus den negativen Gefühlen wie Angst, Schuldgefühl oder Zweifel und übergehen auf die positiven Gefühle wie Begeisterung, Hingabe, Kraft und Mut und Liebe. Aber in Zurückhaltung, im 12. Lebensbereich sind die verborgenen Dinge und Geheimnisse, eine geheimnisvolle Haltung. 16. Juni steht Mond mit Jupiter in Konjunktion. Und das bedeutet, sie treffen sich. Mond und Jupiter treffen sich hier in Skorpion. Jupiter vergrößert und beim Mond handelt sich um unsere Gefühle. Wir spüren ganz intensiv die Gefühle. Und bei dir geht es auch um die Tiefe, auch Erinnerungen, Kindheitserinnerungen oder karmischen Erinnerungen. Im selben Tag übergeht Sonne in Zwillingen. Sonne verabschiedet von Stier und übergeht in Zwillingen. Beginnt ein neues Monatsthema. Und das Zwilling zeigt Leichtigkeit, das Spielerische, Neugierigsein für etwas Neues, Informationen, Bewegung und Handlung, etwas Neues lernen, ein Austausch von Informationen, viele Kontakten und Gesprächen. Das sind die Monatsthemen und bei dir aktiviert noch die 7. Lebensbereich, was mit Beziehung
mit Liebe, Partnerschaft was zu tun hat. Eventuell Verträgen. Die Verträgen gehören auch zum siebten Lebensbereich. Und weil Merkur auch hier bewegt sich, kann auch ein Vertrag bedeuten. 17. Juni ist Vollmond in Sternbild Schlangenträger, exakt um 9.31 Uhr. Diesem Sternbild Schlangenträger befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Also hier in diesem Bereich, zwischen Skorpion und Schütze. Eigentlich befindet sich diesem Sternbild auch auf die Ekliptik, gehört aber nicht zu den Tierkreiszeichen. Warum, kann ich nicht beantworten. Für mich ist das ein Rätsel, aber das lassen wir offen. Jedenfalls bewegt sich Mond oder befindet sich dieser Vollmond im Schlangenträger. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt, der Sohn von Apollo. Und dazu gibt auch eine mythologische Geschichte. Es gab ein Kind und dieses Kind ist ein Honigtopf gefallen. Und Asklepios, dieser himmlische Arzt, dieser Schlangenträger, musste das Kind heilen. Es gab zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte die Gift in sich, der andere den Heilkräuter. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Da musste das Kind heilen, wählt jetzt die Gift oder die Heilkräuter. Zum Glück hat den Heilkräuter gewählt und hat das Kind geheilt. Und das löst in unserem Alltag bei diesem Vollmond etwas aus. Einflüsse von außen oder wir treffen wichtige Entscheidungen. Und wir müssen überprüfen oder nachdenklich zu sein, wählen wir die eine Richtung oder den andere. Die eine ist die Gift, andere ist die Heilkräuter. Der Gift kann auch Lügen sein. Und wenn wir in einer Lüge glauben, dann sind wir wie ein Kind, weil wir glauben an allem. Und fallen wir auf einen Honigtopf, weil eine Lüge kommt immer honigsüß verpackt. Und dann brauchen wir auch Heilung. Also in diesem Vollmond, in diesem 17. Juni, ist wichtig überlegen, wie treffen wir die Entscheidungen. Vielleicht brauchen wir einen gewissen Schutz. Oder wenn wir Einflüsse haben von außen oder bekommen wir Informationen, dann müssen wir überlegen, ist das die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Woran glauben wir? Und dieser Vollmond ist 9.31 Uhr in diesem Bereich, trifft die Geheimnisse und deine Persönlichkeit, also trifft dich persönlich. Außerdem, wir dürfen nicht vergessen, im 12. Lebensbereich sind auch die geheimen Feinde. 18. Juni steht Merkur und Mars in einer Verbindung hier in Zwillingen. Ein Merkur-Mars-Verbindung hier. Das ist eine Nachricht von einer männlichen Person. Oder du setzt deine Kraft ein und führst wichtigen Gesprächen. Aber hier im 7. Lebensbereich handelt es sich um Partnerschaft. Also ich würde das mit einer männlichen Person, mit einer Liebesbotschaft mal beschreiben. Mond übergeht im Schütze, immer noch 18. Juni, und aktiviert Schütze-Themen, und das ist Bewegung oder Sport oder Reisen, Ausland, und hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, dein Auftreten, vielleicht sogar an dein Aussehen, ein neuer Haarschnitt oder ein neues Kleid, beginnt die abnehmende Mondphase. Wenn du das vorhast, abzunehmen, das wäre der ideale Zeitpunkt, das zu beginnen, zum Abnehmen. Bei abnehmender Mondphase können wir
etwas starten, beginnen, was abnehmen soll, was wir loslassen möchten, wovon wir verabschieden möchten. Aber Achtung, nicht in einen Halbmondtag, weil das ist immer Spannung, das wirft alles zurück, das macht uns nur unsicher, wir neigen zum Festhalten. Das ist dann nicht der richtige Zeitpunkt. Aber hier am 18. Juni wäre das wirklich der richtige Zeitpunkt. 19. Juni steht Mond erstmal mit Saturn in Verbindung, dann mit Pluto und dann mit Ketu in Verbindung. Muss ich dazu sagen, Mond bewegt sich relativ schnell, also trifft mit diesem Planeten und trifft auch diese Mondknoten. Aktiviert Themen, karmischen Themen, aktiviert Themen, was dein Schicksal betrifft, Erinnerungen natürlich auch bei Pluto, das Loslassen, Verabschieden von etwas. In diesem Tag bekommt Mond einen Einfluss von Nun Ki. Dieser Stern Nun Ki wurde bei den Sumerern verehrt. Die Babylonier haben das auch übernommen und das heißt ein heiliger Ort. Und ein Kraftort heißt bei diesen Erzählungen Nun Ki. Und das könnte vielleicht für dich etwas bedeuten, in richtigen Ort zu sein. Oder brauchst einen Ort, wo du Kraft bekommst, ein Kraftfeld, wo du auftanken kannst, was für dich heilig ist. 20. Juni ist Mond im Steinbock und aktiviert bei dir Steinbock-Themen und das ist die Zielsetzung, Zielerreichung. Außerdem wird der zweite Lebensbereich aktiviert, auch noch Themen wie Werte, Wertschätzung, Finanzen. Es ist eine abnehmende Mondphase, also achte auf die Investitionen. Bei abnehmender Mondphase ist nicht der richtige Zeitpunkt, etwas investieren, was vermehren soll, weil das nimmt ab, sondern zum Beispiel Rechnungen zahlen. Das soll abnehmen, das soll weniger sein. 21. Juni ist Sonne im Sommerpunkt. Und es ist Sommersonnenwende um 16.54 Uhr. Also hier. Merkur übergeht im selben Tag in Tierkreiszeichen Krebs. Das heißt, Merkur verabschiedet von Zwillinge und übergeht im Krebs. Das sind Gespräche über familiäre Themen. Kann auch eine Erbschaft sein, möglich ist ein gewisser Rückzug. 22. Juni ist Neptun im Stillstand und das bedeutet, für einen Moment bleibt stehen. Und Neptun aktiviert die Träume, unsere Visionen. Und dieser Stillstand bedeutet, mal innehalten. Mal die Ruhe bewahren, mal überlegen, wovon träume ich, was möchte ich verwirklichen, was sind meine Visionen und dann wird Neptun rückläufig. Das kann natürlich dazu führen, dass das etwas bremst oder dass noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, aber bei dieser Rückläufigkeit kommen auch Erinnerungen. Immer noch 22. Juni, Mond bewegt sich in Wassermann, schenkt uns eine gewisse Leichtigkeit. Es ist abnehmende Mondphase und das löst auch aus, dass wir von etwas verabschieden oder loslassen können, wir endlich aufatmen. 23. Juni befindet sich Mond in seiner Umlaufbahn in die weiteste Punkt aus der Erde aus gesehen und aktiviert etwas und das wirkt auf unseren Gefühlen. Und das heißt, wir verspüren unsere Wünsche und Sehnsüchte, aber das scheint in diesem Tag so weit weg zu sein, dass wir sogar dazu neigen, das aufzugeben. Dann brauchen wir die inneren Kraft und Stärke weiterhin daran glauben, was unserem Wünsche entspricht. Im selben Tag, 23. Juni, übergeht Mars im Krebs.
und trifft mit Merkur. Und hier handelt es sich um Gespräche oder Termine. Entweder betrifft das eine erbschaftliche Situation oder die Finanzen, Termine im Finanzamt oder Banken oder Versicherungen. Weil hier im achten Lebensbereich auch um die Sexualität auch handelt, natürlich ist es auch möglich, Gespräche diesbezüglich führen mit einer männlichen Person. 24. Juni ist Mond mit Neptun in einer Verbindung. Beide haben ähnlichen Essenz. Und das sind unsere Träume, unsere Visionen. Kann sogar sein, dass wir in dieser Nacht etwas träumen. Und die Träume kann auch eine Botschaft sein. Oft ist das die Sprache der Seele. Also wir sollen auch auf unsere Träume achten. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Exakt um 10 Uhr. 46 Minuten. Halbmond ist Spannung. In diesem Tag fehlt die Erde-Element. Und das spürst du auch, weil genau so war das auch in deinem Geburtshoroskop. 27. Juni steht Mond mit Uranus in Verbindung, hier im Widder. Das löst auch plötzliche, unerwartete Ereignisse und Veränderungen. 29. Juni ist Venus in Zwillingen. Venus verlässt die Tierkreiszeichen Stier und übergeht in Zwillingen. Das kann auch Kontakte, Gespräche sein mit einer oder mehreren Frauen. Oder aktiviert die Venus die Thema Liebe, Partnerschaft. Venus ist die Liebesplanet, befindet sich im 7. Lebensbereich und das ist die Bereich die Partnerschaft. 30. Juni ist Mond im Stier und aktiviert erstens Stierthemen, den Tag genießen, zur Ruhe kommen. Dann kommen noch Themen dazu, Alltag und die Arbeit oder gesundheitliche Themen. Das wird auch aktiviert. Liebe Melina, so könnte ich deinen Monat Juni beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.